Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so, make it so, make it so. Hallo und willkommen im Winterwunderland. Ja, wir machen heute Q's Winterwood in Star Trek Online. Es ist Winterzeit, Adventszeit. Und natürlich mache ich das Ganze nicht alleine. Mit dabei ist mein geehrter und sehr wertvoller Kollege Lutz. Hast du gerade gesagt, verehrt? Geehrt, habe ich gesagt. Geehrt. Womit bin ich geehrt? Keine Dass Ahnung. Ich dieses wunderbare Pad habe, das ich mal aus der Hand lege. Das sagt man so. So. Ja. Diesmal bin ich so intelligent und nehme die blöde Mission auch an. Das letzte Mal, als ich das mit Tobi und mit Sensory gemacht habe, habe ich es natürlich nicht angenommen. Muss ich die annehmen? Ja. Wo denn? Lebkuchen Bürgermeister. Ich komme so schnell ich kann. Okay, gut angenommen. Ja. Hoffe ich. Naja, wir sind schon da. Ewig nicht mehr gemacht. Letzte Mal habe ich hier ewig dolle gefailt. War richtig schlimm. Ich habe keine Ahnung, was wir... Ich muss auch sagen, letztes Jahr hatte ich auch keine Ahnung, was man hier machen muss. Aber nimm diesen Fisch aus meinem... Das Ding ist der Hammer, finde ich. Das ist eine Nahkampfwaffe? Ja, ist es. Okay. Ich habe hier meinen Klingon, der dazu passt. Hier, ne? Mein Lebkuchen-Klingon. Ist das die Lebkuchen-Sicherheitseskorte? Nein, es ist, Pet. So, was musst du mir nochmal machen? Ich glaube, die Süßigkeiten einschmelzen, oder? Du musst die Süßigkeiten einschmelzen und, das Eis von den Nebenmännern. Ah, die Maschine bringen, ne? Wenn die spawnen würden. Hm? Mhm. Ich sollte vielleicht nicht damit gerade kommen. Du holst Candy, ich hol Schnee. Ich krieg aber keinen Schnee. Okay, dann hole ich jetzt auch Candy. Wie heißt das eigentlich die Waffe auf Deutsch? Ein bisschen, Sirup. Dass die Schneefräse ein bisschen backt, kann das sein? Da ich sie nicht nutze, weiß ich es nicht. Bei mir backt die Schnee im Übrigen rum. Wird mir nicht mehr angezeigt. Oh, Schnee, mein Haki, bin ich auf dem Sack. Schnell den. Ich habe das Gefühl, wir fehlen irgendwie heute. Mal gucken. Ich bin mich gleich tot. Finde ich mich nicht so schön irgendwie. Man muss bedenken, ich spiele ja mit Catherine Janeway, also Fehlquotient ist hoch. Nein, ich sag jetzt dazu einfach mal nichts. So. Kann das heißt, wir ein bisschen viel da reinpacken müssen an Schnee und so? So, Eis. Und mal, mir fällt gerade was auf, wir werden sowas von failen. Ja, wir sind nur zu dritt. Das sag ich doch. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. So, ich schnapp mir mal das ganze Eis hier. Achso, erstmal das Dorf verteidigen. Dorfverteidigung aktivieren. 2 Minuten 30. Ja, dafür müssen wir das Eis ja da reinschmeißen, soweit ich weiß. Oder? Gute Frage. Wie gesagt, ich hab dir ja schon immer gefailt. Also von daher. Ja, das ist schon möglich. Erstmal schnell hier die Schneemänner alle loswerden. Oh, die gehen mir jetzt bin ich schon wieder eingefroren. Ja, ich auch. Ich bin gleich tot. Vor allem, warum heile ich mich eigentlich nicht selber wieder hoch? Dieses Jahr klemme ich mir auch diese STF. Ja. Zumal dieses Jahr. Wir kümmern uns auch gleich um den Store. Da werden wir auch gleich reingucken. Aber sowas ich muss ehrlich sagen, Fuse Winter Wonderland, jedenfalls der Store davon, das lässt mich eigentlich relativ kalt. Haha, was für ein Wortwitz, Lutz. Das war jetzt aber unbeabsichtigt. Ja. Das ist obwohl ich mal sagen muss. Ja. Sagst du? Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass es für meine Leute ja eigentlich das Re-Comeback-Video ist. Ja, ich bin wieder on the road again. Und jetzt alle gleichzeitig, Leute. No! Ja. Obwohl ich sagen muss, Lutz, wo wir uns über die Schwelle unterhalten haben, das kam sehr gut bei den Leuten an. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Weil sie mich alle ragen sehen wollen. Ja, aber sowas von. Ne, wer will das nicht? Davon mal abgesehen. Nein, aber ihr könnt froh sein, dass das Sensory keine Store-Videos macht, weil der hat sich jetzt den Flaschenöffner geholt, ich glaube. Das Video, das wäre Rage ohne Ende. Ja.
Wie gesagt, wir werden. Du leckst jetzt schon wieder. Ja, mache ich gerne. So. Okay, jetzt. Das ist meine doch was hier schnell. Ich zeige jetzt einfach mal den ganzen Schnee ein, den ich eingesammelt habe. Tu das. Ah. Au. Oh, diese Wichs-Schneemänner, die geht mir doch nicht auf den Sack. Ja. Da haben wir uns entschlossen, das mit der Wunderland heute zusammen zu machen. Generell zusammen zu machen. Für euch, mit uns. Das kann eigentlich nur schief gehen. Aber, ja. Boah, ich hab viel los. Ich hab viel zu oh, das Schneekonien ist schon unterwegs. Ah. Ich sag doch, ich habe keinen Plan, was ich mache. Ich spiele einfach. Einfach schießen. Das Einzige, was ich jetzt noch weiß, ist, dass dass man die Gesundheit vom Schneekonien mit dem Schnee hochhält. Und ich glaube, dass der Schneekonien mit dem Candy einen Angriff macht, oder? Ach, keine Ahnung. So, ich habe Spagge jetzt nicht. Spagge nicht. Mein Eis ist komplett losgeworden. Also müssen wir jetzt das große Ding hier schnell wieder ein. Was müssen wir kaputt machen? Den großen Schneemann da hinten, okay. Habe ich keinen Schnee mehr? Oh, Tatsache. Müssen wir dafür die Kleinen kaputt machen? Nein, ne? Ich glaube nicht, oder? Die habe ich auch mit kaputt gemacht. Okay. Ich hole jetzt die erstmal hier Sirup. Und hier noch ein bisschen also es ist Eis und nicht Schnee. Aber das kommt ja auch selber hinaus. Oh, hör auf zu heulen, Mädchen. Ich kann da jetzt auch nichts für, wenn der eure Gebäude einfriert. Darf man sind die Schneemänner abschießen? Ich kann den Iconien nicht mehr hochheilen. Aber nee. Egal. Ich sammle gerade Eis wie bekloppt. Ja, deswegen ja. Es ist irgendwie. Sirup. Der Overload hat noch ganz schön viel Leben. Oh. Unser geht uns langsam flöten. Doch, also wenn du Eis ablieferst, geht der wieder hoch von der Heilung her. Weil ich liefere gerade Eis ab. Das dürftest du sehen in der Anzeige an der Seite. Ja, ja. Der gerade hoch geht wie nichts. Auch richtig so, aber ich werde jetzt hier erstmal ein paar von den Schneebändern abknallen. Vorsichtshalber. Ja, ich mache noch ein bisschen Eis rein, dass der auch rund am Leben bleibt, der Typ. Sammle auch Süßigkeiten ein. Sirup, ja. Das ist aber ich glaube, es ist sogar egal, was wir nehmen. Oh Mädchen, hör auf bitte zu heulen. Wie gesagt, ich glaube, wenn du Sirup einsammelst, greift der Schneekonien an. Okay, dann aber kann sein, dass ich mich täusche. Ernsthaft, jetzt ist ein Schneemann anders. Jetzt ist der Schneekonien auf jeden Fall erstmal auf 100%. Jetzt kann ich mich entspannen. Nicht mehr. Oh, jetzt kriegt er wieder Damage. Ja. Okay, hier einmal Sirup rein. Hier ein bisschen Schnee. Sirup mitnehmen. Es ist eins von diesen Events, wo ich immer sage, Try and Error. So, noch ein bisschen Sirup. Ich glaube, es ist relativ, oder? Wird der durch Sirup aggressiver? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sammle Sirup mit ein. Einfach, weil ich es kann. Please stop the snow overlord before he freezes another building. Ja, Mädchen, was denkst du, was wir hier gerade die ganze Zeit machen? Das sind wieder diese typisch schlauen Kommentare. Rettet uns, rettet uns. Wir machen anscheinend gar nichts. Ich habe einen Tipp. Macht ein Feuer an. Der Tipp ist gar nicht mal so es ist, das ist ein bisschen bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Wenn man hier die Bonbons einschmilzt, benutzt man seinen Fleet Phaser. Warum kriegen wir nicht Phaser? Achso, ja, dann wäre ja das der Schnee-Overload instant tot. Oh, welche Catherine JB hat hier Schneebälle, die sie immer zu auf mich werfen muss. Bin's nicht. Ah, nerv. So, jetzt nochmal. Sirup. Nehmer. Und das können wir nicht einzahlen.
Hier hin. Mach dich weg. Mache ich jetzt auch. Ach, der Schnee-Overlord ist so gut wie. Naja, sicher ist sicher. Tot. Ich pumpe noch mal ein, zwei Eisdinger rein, dass der. Another gingerbread building lost to the snow overlord. Ja, der ist tot. Eigentlich haben wir es geschafft. Ah, ich bin schon wieder eingefroren. Aber auch nur, weil ich die ganze Zeit hier rumrenne, wie so ein Bekloppter und alles sammle, was ich kriegen kann. Ich kämpfe schon gar nicht mehr. Aua. Achso, ich bin schon wieder frei. Ich guck mir hier den Kampf an, chill mein Leben. You did it. You helped to defeat the Snow Overlord. Ja, immer wieder gerne. Sehr schön. Thank you for your help. The villagers would like you to have this reward for saving our home. Oh. Alter, es gibt nicht schlecht Reward hier, huh? Wie viel habe ich denn jetzt? Ach, 6 Meditationslampen ist ein bisschen dürftig. Brauchst du ein paar? Ich habe Haufen. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe 154. Ich bräuchte für meinen technischen Schorn noch die Stiefel. Okay, da bräuchte ich 9. Ich habe keine Lust, sie zu formen. Nein, Quatsch, würde ich machen, aber wenn man Timmy ausnutzen kann, dann sollte man Timmy ausnutzen. Ich brauche nichts mehr. Also ich mache es eh bloß mit Cassie. Also von daher bekommt die auch was. Ja. Also, das war Schnee-Overlord. Das war Kegel der Haltung. Interessanter Name. Okay. Dann lasst uns mal gucken, was gibt's denn alles Neues. Also, Bring-Kriegsschiff. Tier 6. Interessante Story. Auf Reddit hat sich ein User der sich das Ding per Lobby geholt hat. Und da sind zwei Sachen aufgefallen. Warum auch immer, das Ding gibt einem nur eine Tier 5 U Admiralty Card. Eine Tier 5, nicht Tier 5 U. Schon mal buggy. Man kriegt keine Tier 6 Admiralty Card von dem Teil. Die zweite Sache ist, dass das BO-Layout überhaupt nicht stimmt von dem, was im Blog stand. Ist jetzt die Frage, ob das Schiff buggy ist oder ob Cryptic sich dazu entschlossen hat, die BOs zu ändern. Weil ich persönlich war sehr gehypt drauf, weil von dem BO-Setting her war das Breen-Schiff top. Ich fand das richtig, richtig geil. Und als ich dann gehört habe, ja, nee, ist ein bisschen anders, habe ich mir gedacht, oh, schön, toll, freut mich ja nicht mehr sehr. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es buggy ist oder ob es von Cryptic gewollt ist. Eine von den beiden Sachen. Gute Frage, ne? Ja, was war geändert? Ich glaube, ein Lieutenant Taktik hat das Ding dazu bekommen. Was mehr dem Original Tier 5 entsprechen würde, aber das Problem ist, dass der Tier 6, so wie sie ihn angekündigt haben, perfekt war. Na, mal sehen. Wir werden sehen. Des Weiteren, was haben wir? Was ist denn das hier? Ornamenttausch neu. Enthält Schmuckstücke vom Winterereignis. Das ist doch nicht neu, das ist doch uralt, oder? Wo bist du gerade? Im Laden. Ornamentfragment. Wozu braucht man diesen Ornamentfragmenttausch? Im Laden, ja, entschuldige bitte. Ja, lass uns mal in den Shop gucken. Wie gesagt, wir haben hier Ornamentfragmenttausch, was angeblich neu ist, was auch immer das ist. Wozu auch immer man das braucht. Eine sehr gute Frage, würde ich mal sagen. Dann scrollen wir ein bisschen runter und wir sehen neue Rover. Ja, da Feierlich Föderation. Feierlich Föderation haben wir. Feierlich lebe lang und im Frieden. Das ist der, den Timmy anhat. Mhm. Feierlich Schneemann. Feierlich Gorn, den habe ich geholt, den habe ich bloß nicht an. Und Feierlich You. Hier ist eine Sache, auf dem Bild, das Cryptic gepostet hat, mit dem Blog zusammen, hatte Feierlich Hugh einen Rock. Wo ist der? Gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Aber du hast noch einen Pullover vergessen, Feierlich Schneemann. Den hatte ich schon erwähnt. Echt? Ach so, hier ganz unten ist nochmal. Ja. Schneemann. Haben sie zweimal Schneemann drin. Okay. Wo ich sagen muss, der zweite Schneemann sieht ein bisschen besser aus. Ja. Dann haben wir nichts Neues. Das sind bloß die 5 oder 6 Rover. Yata, yata, yata. Dann haben wir Schwertfisch Blau. Ist eine Nahkampfwaffe. Und Schwertfisch Rot.
Das Timmy auch schon hat, könnte ich mir im Übrigen holen, will ich aber nicht, weil. Ja, naja. So, dann haben wir hier Die weitere Waffen, Waffen. die Buttlets sind auch Gefrorener alt. Nebel. Ja, Buttlets, Die altbekannte Lirpa. Libras. Dann haben wir hier Portal, Nebel, das ist auch alles vom letzten Jahr. Ah, da, Fruchtimin. Wusste ich doch, dass es Was? die hier gibt. Frucht? Die hole ich mir vielleicht nochmal Gummimine, gleich. ja. Die hole ich mir vielleicht noch für das ein oder andere Event, muss ich mal gucken. Zapfen, warte, Das sind die Rollen, alten und dann Ranges, haben wir hier die Luna neuen haben. Module. Ja. Ja, neue Simulated Module. snowmen are approaching the gate to the Winter Oh, halt die Wonderland. Ja. They will arrive in 1 minute. Das machen wir später. Dann haben wir hier einmal neues wissenschaftliches Modul. Krio-Impuls. Timmy, möchtest du vorlesen? Na, gerne doch. Da. Kryoimpuls setzt ein supergekühltes Gas in der näheren Umgebung frei, das mit großer Wucht expandiert. Nahe Gegner werden durch diese Expansion zurückgestoßen, ihre Aktion unterbrochen, sie erleiden Schaden und werden kurzzeitig immobilisiert. Wirkt sich auf Gegner aus, 6 maximal. 4,6 Meter Sphäre, 21,8 Sekunden wieder aufladen, 174 Cold, 7,3 SPS, 50% Schilddurchdringung. Oh, Schilddurchdringung. Hört sich nicht mal Zurückstoßen schlecht um an. 43,6 Meter. Interrupt und immobilisiert Ziele für 11,7 Sekunden. Fähigkeiten, die diese Fertigkeit beeinflussen. Kit-Leistung verbessert aller Kit-Module. Hört sich nicht Ich muss schlecht an. ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich sage mir immer wieder, es wäre zu schön, wenn Cryptic uns endlich eine Breen-Uniform gibt, weil im Breen-Wissenschaftler da klingt awesome. So, dann haben wir hier Technik-Kit-Modul. Besserung einfrieren. Das hört sich kalt an. Stößt ein super gekühltes Gas aus. Haben Sie das kopiert von dem anderen? Das die Rüstung des Ziels bedeckt und schrittweise einfriert. Dies verlangsamt den Gegner zunächst, immobilisiert ihn dann und hält ihn fest, während seine Rüstung einfriert. Zudem bewirkt die jähe Temperatur. Änderung, dass der Schild des Ziels geschwächt und durch die Schildhärte verringert und dadurch die Schildhärte verringert wird. Das Ding in Space wäre awesome. Ja, das stimmt. 30 Meter Entfernung, 20 Sekunden wieder aufladen, 66 minus 66% Laufgeschwindigkeit von 9,9 Sekunden. Dann immobilisiert, mein Gott, das Ziel für 9 Sekunden, dann plus 2 Betäubung für 9 Sekunden. Erhöht den Schaden gegen die Schilde des Ziels. Ganz ehrlich, hört sich nicht schlecht an gegen Elachi. Interessant. Wirkung von Panzerung einfrieren. 9,8 Kälteschaden pro Sekunde. Gesamte Dauer für Panzerung schmelzen. 100% Schilddurchdringung. Sehr schön. Verbessert alle Kit-Module. Kitleistung würde das noch verbessern. Genau. Möchtest du den letzten vorlesen Es oder? kommen noch zwei von da. Ach nee, das nächste ist dann eins. Das sind dann die für die Brückenoffiziere. Ah ja, gut, Dann haben wir noch dann den. Mikro-Kryo-Sprengkopf. Ja. Feuert einen Mikro-Kryo-Sprengkopf auf das Ziel. Der Sprengkopf fügt dem Hauptziel beim Aufschlag kinetischen und Kälteschaden zu und explodiert daraufhin. Die Explosion fügt nahen Gegnern weiteren Kälteschaden zu und immobilisiert das Ziel kurzzeitig. Zielgegner 30 Meter Entfernung, 18,2 Sekunden wieder aufladen, 120,1 kinetischen Schaden am Ziel, 50% Schilddurchdringung, 119,3 Kälteschaden am Ziel, 50% Schilddurchdringung. Das heißt, das Ding macht ja Schilddurchdringung, Schilddurchdringung, Was mir gerade auffällt, deine Werte sind anders als meins. Was hast du geskillt? keine Ahnung. 238,6 Kälte schon im Umkreis von 3 Meter, 50% Schilddurchdringung. Schaden verringert sich zum Rand hin. Immobilisiert Ziele für 5,9 Sekunden im Umkreis von 3 Meter. Und auch wieder die Fertigkeit Kitleistung kann man dadurch diese Fähigkeit beeinflussen. Es ist interessant, das ganze Green-Kram geht auf. Wir frieren unseren Gegner ein. Und machen Schilddurchdringung. Was? Oh, es gibt Kryomin. Kryomin? Oh. Wo sind die?
Oben ist ein altes Kit-Modul. Technikmodul Kryominbarriere. Technikmodul. Könnte ich vielleicht mir mal überlegen, Sean zu holen. Also ich muss definitiv noch ein paar Lampen farmen. Wer ist für meine Romulanerin? Ja, dann haben wir hier Panzerung einfrieren, Kryoimpuls und Sprengkopf, Lehrbücher für Brückenoffiziere, ja, Alter, und Gifferschütte, um ganz ehrlich zu sein. Ja, die können halt das gleiche machen dann, ne, damit. Dann haben wir noch einen neuen Begleiter, feierlicher Zuckerfisch und das war's. Das Tada, ist alles, da was... Ist er. Komm her. Oh Gott. Timmy hat sich das natürlich alles geholt. Natürlich. Alles im einen muss ich ehrlich sagen. Ich will ja nicht meckern, aber das ist alles ein bisschen... Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, so wie ich hier sitze, denke, dass man im Sommer-Event nützlichere Sachen bekommt. Ganz zu schweigen davon, dass ich immer noch angenagt bin, dass ich nicht meine blöde Breen-Uniform endlich kriege. Wir hatten ja im Sommer-Event ja dieses Sklaven-Outfit von TOS bekommen. Na gut, dann halt nichts Kennemäßiges und vor allen Dingen nichts Nutzbringendes. Schade. Sehr schön. Aber ansonsten, solange jetzt das Event läuft, was ich euch empfehlen, holt euch Froststiefel für STFs, damit ihr ein bisschen schneller unterwegs seid. Nütze ich nicht immer, beziehungsweise fast gar nicht, aber wenn ihr darauf Wert legt, ist jetzt die Zeit, euch die zu holen. Und vielleicht ist ja, wie gesagt, die Kryominen lesen sich ganz interessant. Vielleicht ist ja hier doch das ein oder andere Kit-Modul, was ihr haben wollt. Jetzt ist die Zeit, euch das zu holen. Nutzt aber, sie. Aber, naja. Kommt nicht allzu oft vor. Wie gesagt, für mich, was das Update angeht, ist das Winter Wonderland so ein bisschen, naja, wenn ich ehrlich bin. Naja, es ist halt nichts Besonderes Neues dazu gekommen, außer die ein, zwei Pullover, die mir gefallen. Ja, aber es sind halt bloß Pullover. Und das, was ich halt gerne gehabt hätte, wäre das, was rauskommt, was man außerhalb des Winter Wonderlands gut anziehen kann, wie halt eine Breen-Uniform. Kann von mir aus auch eine Cardi-Uniform sein. Nein, das wird nicht rauskommen, aber ach, irgendwas, was mit dem Breen zu tun hat, außer das Breen-Schiff. Das erwarte ich eigentlich endlich mal in Store. Und wenn es die, weiß nicht, diese Breen-Pistole, die der Brückenoffizier dabei hat, in Mark 12 Epic, es ist mir egal. Hauptsache irgendwas, was man mit Breen zu tun hat, aber na gut, dann halt nicht. Ja, so, ist kryptisch. Timmy, willst du noch rennen? Ja, würde sagen, machen wir das Rennen doch noch schnell. Als Grüne in den Sache ist, die Sache ist, nee, das musst du alleine machen. Ich habe noch 5 Stunden Cooldown. Aber ich renne jetzt einfach mal hinter Timmy hinterher. Ja, im Endeffekt ist es ja das Rennen, das was immer ist. Hast du ja, glaube ich, letztes Jahr auf jeden Fall gezeigt. Nee, Lucy möchte nicht mit dir reden. Also... Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Nilix macht wieder Kuchenwettessen. Die Effort-Tante ist wieder da. Q ist wieder da. Es hat sich nicht viel geändert. Ja. Die Aussage mit Q war jetzt sinnlos. Es heißt ja Qs Winterwunderland. Ja, die Betonung lag auf, es hat sich nichts geändert. Es ist nur noch eine Sache dazugekommen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das werden wir vielleicht nächstes Mal machen. Das Klingonische Und zwar dieses... ja, genau, dieses Eisangeln. Ich muss mal oben mit dem Typen sprechen, das wäre hilfreich, um die Mission anzunehmen. Ja, brauche ich ja nicht, weil... Ja, ich schon. Okay, meine Marken wenigstens gleich. Ich habe vorhin geguckt, da hatte ich noch 5,5 Stunden. Ich gehe mal ganz kurz hier, den Text lese ich jetzt nicht vor. Wenn ihr wollt, macht Pause, guckt ihn euch an, liest ihn euch durch. Dann geht's los. Ja, dieses Eisfischen, das sieht man hier schon schön auf der Map, wo man das findet. Da laufen wir auch nachher dran vorbei. Oh, hallo Breen. So, da haben wir Captain Janeway. Oh. Und ein wütendes, Talk-ähnliches Wesen, was hier einen Arsch beißen will. wenn man das so ausdrücken möchte. Ich weiß, das sind tatsächlich diese Schneetags auf Deutsch gesagt. Ist mal zu vereinfachen. Die hatten einen speziellen Namen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Okay, ja, ich auch nicht. Ich bin gerade schneller als Timmy.
Ja, ich. Solange das Vieh mich nicht bekommt, ist es mir egal, wie schnell du bist. Da vorne ist im Übrigen das Eisfischen-Dinge da. Sieht man das? Nein. Yep. Nein. Nein, oh, war das knapp. Die haben mich nicht disqualifiziert. Wie ich dich so schön irritiere, ja, Nee. haben wir das Da hinten. Ich kann euch das jetzt im leider nicht Bock so viel gehabt. zeigen. Da gucken wir aber gleich nochmal hin, im Ja, Abschluss. genau. Da. Wenn ich dieses Rennen beendet habe und ich verkackte ein. Nicht so weit über den Schnee laufen. Wär, Laufen wir überhaupt noch jetzt wäre ich richtig? rausgeflogen, glaube ich. Ich bin erst Aber fast, ich bin egal. erst ein gute paar Meter von so einem Ding weg gewesen und die haben mich nicht disqualifiziert. Bin Ich glaube, das buggt noch ein bisschen mit jetzt den so ein bisschen Absperrungen. Lewis Hamilton, ich cheate gerne. Ah. Ah, geradeaus, Luni, geradeaus. Yes. Okay, jetzt wäre Also, ich zum rausgeflogen. Beispiel, ich weiß ja nicht, wie Leute das mit Froststiefeln machen können. Da würde ich verzagen dran. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze da nie Froststiefel, weil man ist ja So. sowieso eigentlich Dann. schneller als das Vieh, was das kommt. Eben. Wo ich sagen muss, als das allererste Mal Winter Wonderland rausgekommen ist, ich habe es nicht geschafft, das vernünftig abzuschließen, das Rennen. Ich auch nicht. Also, wo ich das erste Mal überhaupt gespielt habe. So, ich habe mal schnell die Marken eingefordert, deswegen bin ich ein bisschen hinter dir. Ja, hier sind wir beim Schneefischen. Ich hoffe, das können wir das nächste Mal machen. Hier steht der Klingone, mit dem kann man sprechen. Habe ich leider schon, also kann ich euch die Texte nicht zeigen. Aber ja, ich habe es auch noch nicht probiert. Das ist ja mal, das sieht ja mal geil aus. Ich würde mal schätzen, dann geht man hier hin und angelt vor sich hin. Das sieht Aber geil aus. naja. So, mit dem kann man sprechen später, ja? Naja, der gibt ja dann eine Quest. Na gut, Es mache gibt ich jetzt ein nicht. Winterereignis. Wo ist es? Der klingonisches Eisangeln. Kriegt man wahrscheinlich extra Loot oder so, keine Und Ahnung. du darfst die Schlittschuhe anziehen, Cassie? Die sind dann. Möchte nicht, Also ich aber. würde sagen, das gucken wir uns dann an beim nächsten Mal, das Ich. Eisangeln oder beim übernächsten Mal. Hui. Ja, wir Ich haben dachte ja über noch ein paar jetzt. Was Stunts. haben wir jetzt noch? Wir haben. Es gibt noch ein Wettrennen, oder das Wettrennen? Nee, ne? Doch. Es gibt noch ein Naja, das anderes Wettrennen. PvP-Wettrennen, Ne, aber das. Also das will ich euch nicht antun, weil da bin ich so schlecht drin. ja, nee, das zeigen wir euch, glaube ich, nicht. Ansonsten das Eisengel. Eisengeln. Das Eisangeln haben wir noch und dann haben wir noch die Borg. Die Borg-Schneemänner, ne? Und dann ist noch die PvE, Aber ne? naja, aber die klemme ich, weil es ist das Problem mit Q's Winter Wonderland, eigentlich auch mit dem Sommer-Event. Es ist nichts Neues bei rausgekommen, außer halt dieses Eisangeln. Aber ansonsten habt ihr das alles schon vom letzten Jahr gesehen, beim letzten Mal. Ja. Ja, habt ihr ja auch bei mir gesehen. Ich kann bloß hoffen, bis wir das Breen-Schiff kriegen, dass die das wieder ändern mit den BOs, dass die Bugs gefixt sind. Ich hoffe es. Ich denke es nicht, aber hoffen kann man ja. Du musst mal über das Ding da springen, da machen die voll lustige Stunts. Ist voll. Naja. Cassie hat erste ganze Rolle gemacht Ich. über das Ding. Ja, Luna macht es jetzt leider nicht mehr. Ja. Ui. Ja, es ist schon lustig, ein bisschen mit dem Eis, ja. Ja, Na aber gut. ansonsten ist leider nichts Neues, das stimmt. Ich bin ja mal gespannt, ob es dieses Jahr im Sommer-Event mal was Neues hinzupacken. Ich glaube es bald nicht. Ja. Aber ich gebe auch zu, es wäre, glaube ich, auch schwer, noch was Neues hinzuzupacken. Aber was willst du noch machen? Das stimmt schon. Das Weil passt genauso schon. im Aber Sommer, geht einfach es nicht. ist halt, was war letztes Jahr beim Sommer? Was war, nee, was war dieses Jahr beim Sommer? Da war irgendwas, was gut war. Haben sie irgendwas rausgebracht, was gut war? Irgendein Modul? Kann das sein? Glaube Oh, habe ich ja. das falsch in Erinnerung? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber das war halt das, worauf ich gehofft habe beim Q Winter Wonderland, dass wir irgendwas Nutzbringendes kriegen. Aber Anscheinend nicht. Aber anscheinend immerhin noch nicht. mal ein Breen K6-Schiff bekommen. Bin mal gespannt, was wir mal nächstes Jahr bekommen. Was sie hoffentlich fixen, beziehungsweise was hoffentlich nicht so schlecht ist, wie es jetzt erscheint. Wäre Aber auch gut. blöd. Es ist egal, ob es eine Tier 5 oder eine Tier 6 Admiralty Card ist. Es ist eine gratis Admiralty Card. Das ist ja Immerhin wenigstens ein etwas. Trostpflasterchen. Vielleicht.
Fächer hält das Schiff auch vor, das weiß ich aber nicht. Es kommt drauf an, wie es ist. Ja, es kommt wirklich drauf an, wie es ist. Ich wollte die anderen eigentlich auch alle vorstellen, aber beim Wollen ist es geblieben, weil so toll sind sie auch wieder nicht. Jetzt lasst uns aber Schluss machen. Genau. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ich kann euch dann Eisfischen zeigen. Nee, Eisfischen? Doch, Eisfischen. Doch, Eisfischen. Ich denke mal, das werden wir euch das nächste Mal bestimmt zeigen können. Das Time war so. Ja. Gut, also, bis dahin. Tschaußen. Tschüss.